Die Energie, Motivation und Aufmerksamkeitsspanne, vor allem auch in längeren Sitzungen und Meetings aufrechtzuerhalten, ist alles andere als einfach. Und genau aus diesem Grund habe ich euch heute vier verschiedene Spielchen mitgebracht, die einfach für Auflockerung und eben auch mehr Aufmerksamkeit in euren nächsten Meetings sorgt. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Mein letztes Meeting war unser Outness-Unternehmensstrategie-Meeting. Das waren 3 Tage vor Weihnachten, die wir damit verbracht haben. Wo kommen wir her? Wo stehen wir aktuell? Und wo soll sich unser Unternehmen in den nächsten Jahren hin entwickeln? War für das ganze Unternehmen, für alle Teammitglieder. Und dementsprechend hatten wir sozusagen 3 Tage lang richtigen Lagerkoller, weil wir eben zusammen gesessen haben, gearbeitet haben und eben so verschiedene Workshops durchgeführt haben. Und dabei war es eben auch wichtig, immer mal wieder frischen Wind reinzubringen, Energie wieder hochzuladen. Und das haben wir gemacht mit verschiedenen Spielchen und Übungen und einfach so Abwechslung. Und da habe ich euch 4 Stück mitgebracht. Das erste, was ich mit euch teilen möchte, ist die Übung Wahrheit oder Lüge. Wir haben die Herausforderung, dass wir ungefähr die Hälfte der Belegschaft haben, die 1 Jahr und viel länger beschäftigt sind. Und dann haben wir aber auch ungefähr die Hälfte der Belegschaft, die erst im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten zu uns gestoßen sind. Also wir sind vor allem im letzten Jahr massiv gewachsen. Und das führt einfach dazu, dass diejenigen, die schon, ich sag mal, die alten Mitarbeitenden, die jetzt schon länger als 1 Jahr beschäftigt sind, die haben halt gewisse Insider, die neuen Mitarbeitenden noch nicht miterlebt haben und dann auch manchmal nicht mitlachen können oder nicht verstehen, warum lacht man jetzt darüber. Und gleichzeitig haben die Neuen natürlich auch schon ihre eigenen Insider entwickelt. Und da hilft eben so eine Übung, Wahrheit oder Lüge, um einfach ein besseres Verständnis füreinander aufzubauen und vor allem den anderen auch nochmal ganz anders kennenzulernen. Es ist vor allem auch spannend mit denjenigen, die man schon länger kennt, weil man dann auch immer wieder neue Dinge erfährt. Die Übung geht wie folgt. Man selber überlegt sich 2 Aussagen über sich selbst, die wahr sind, und eine Lüge. Und dann präsentiert man alle 3 Aussagen und die anderen Teamkollegen müssen dann herausfinden, welche der 3 Aussagen ist denn jetzt tatsächlich die Lüge. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft man dann doch noch etwas Neues über seine Kollegen und Kollegen erfährt. Das kann man vor allem auch in mehreren Blöcken machen. Also jetzt in unserem Fall, wir waren 20 Teammitglieder und dann haben nicht 20 Mann gleichzeitig Wahrheit oder Lüge gespielt, sondern wir haben halt zuerst die 5 präsentiert, dann die nächsten 5, also dann haben wir erstmal wieder gearbeitet, dann so nach 2 Stunden waren die nächsten 5 dran, dann nach 2 Stunden wieder waren die nächsten 5 dran. Also man kann das dann einfach aufteilen in mehrere Etappen, weil sonst kann auch die Übung selbst natürlich ermüdend werden, wenn jetzt 20 Leute immer wieder 3 Aussagen über sich präsentieren. Es ist dann spannender oder man freut sich dann eher so darauf, wenn so ein bisschen die Vorfreude da ist. Ah, in 2 Stunden, dann machen wir die nächsten 5. Mal sehen, was da für Aussagen getroffen werden. Und derjenige, der noch nichts für sich gefunden hat, hat dann auch nochmal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, welche Aussagen er denn treffen möchte. Also es ist ein super Spiel, vor allem auch zur Vernetzung, zum gegenseitigen Kennenlernen und eben auch nochmal so Neuigkeiten über jemanden erfahren. Die 2. Übung, die ich euch mitgebracht habe, ist der Papierturm. Ist so ein bisschen eine Alternative. Diejenigen, die von euch schon länger mit dabei sind, kennen vielleicht schon den Spaghetti-Marshmallow-Turm. Den hatte ich auch schon mal, als es um irgendwie 3 Teamspiele ging, vorgestellt. Schaut da einfach mal ein paar Episoden zurück. Jetzt hier, mit Essen spielt man ja nicht, machen wir es mit Papier. Wir teilen unser Team in 2 oder unser Unternehmen in 2 Teams auf. 10 Leute hier, 10 Leute da. Beide Teams bekommen 10 Blätter, eine Schere und einen Klebestift, einen Klebestift, und haben dann die Aufgabe, den höchsten Papierturm zu bauen. Entweder macht man das dann Freestyle, also zeitlich unbegrenzt, oder man sagt eben, wenn es halt wirklich bloß eine kurze Pause sein soll, ihr habt genau 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten Zeit. Und das verbessert natürlich auch unglaublich die Kommunikation. Man sieht sofort auch, wer ist eher jemand, der das umsetzt, was jemand forscht. Also wer ist so eher der Leader? Wer sagt, ach Mensch, lass uns das doch so und so und so machen? Man sieht auch so, wer ist eher so der Dominante? Wer ist eher so ein bisschen introvertierter, nimmt sich ein bisschen zurück? Wer ist vielleicht auch so ein bisschen kritisch? Da kann man total fast schon Menschenstudien damit machen. Ist also auch eine super Übung, die ihr in eurem nächsten Kommunikationsseminar vielleicht auch mit einbauen könnt. Und man sieht eben auch genau, wer setzt sofort um? Wer nimmt sich vielleicht auch raus?
aus. Und ja, wer ist auch vor allem so zielstrebig? Ja? Es wird ja dann auch gekämpft. Wir wollen ja das andere Team besiegen und so weiter. Also es ist auch eine echt super Übung, um in Abwechslung reinzubringen. Kann man jederzeit einfach mal mit reinfließen lassen. Es kommt unglaublich viel Energie nochmal frei. Der Kopf ist vielleicht auch mal abgelenkt, gerade von den Themen, die man unmittelbar davor behandelt hat. Und ja, diejenigen, die eben auch auf so Wettkampf stehen, die freuen sich dann vielleicht auch, wenn gewonnen wurde. Die dritte Übung, die ich euch mitgebracht habe, ist auch eine Übung aus dem Bereich Kommunikation, und zwar das Zeichnen mit geschlossenen Augen. Ihr müsst nicht wirklich die Augen schließen, sondern jedes Teammitglied bekommt ein Blatt Papier und einen Stift, und ein Teammitglied bekommt eine Vorlage. Das heißt, da ist eine gewisse Abbildung drauf, das kann eine Sonne sein oder eine Palme sein. Also es soll grafisch noch nicht mal wirklich anspruchsvoll sein, sondern eher so ganz, ganz einfache Cliparts, ganz, ganz einfache Bildchen. Also ich sag mal eher so Malen zweite Klasse. So, solche Bilder sollten da eigentlich eher so Ausmalbilder. Das ist so die Vorlage. Also grundsätzlich eigentlich nicht schwer. Derjenige, der jetzt aber beschreiben muss, was die anderen zeichnen sollen, darf halt nicht dann die Worte verwenden, sowas wie Sonne oder Palme. Also wenn halt eine Sonne abgebildet ist, darf er nicht sagen, ja, malt da mal so Strahlen dran oder malt da mal eine Sonne. Sondern er muss das halt umschreiben, dass er eben sagt, okay, hier kommt als erstes ein Kreis und an dem Kreis sind dann ringsrum so Striche dran und so weiter. Und es ist total spannend, was für Bilder dann rauskommen. Also die anderen sehen nicht, was auf dem Bild drauf ist. Einer muss es halt beschreiben, wirklich nur mit Worten, nicht irgendwie mit Vormachen oder Geräuschen oder irgendwas, sondern wirklich mit den eigenen Worten, ohne das Hauptwort dann eben auch zu verwenden. Und da sieht man, da wird einem vor allem auch als Führungskraft mal immer wieder bewusst, das, was ich kommuniziere und das, was als Bilder bei dem anderen im Kopf ankommt und was er dann eben auch umsetzt, sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und da merkt man erstmal, wie genau und wie konkret man kommunizieren sollte, damit man auch wirklich verstanden wird. Und wie schwierig das auch ist, einfachste Bilder wirklich so zu vermitteln und so zu erklären, dass das Gegenüber es auch wirklich versteht. Ist auch extrem witzig, wenn dann jeder so dann hochhält, was er gezeichnet hat. Manchmal sieht man, es hat ganz super funktioniert, alle haben verstanden, was auf dem Bild dann eben auch geschrieben oder gemalt werden sollte. Während vielleicht auch bei manchen dann ganz klar und bewusst wird, oh, ich muss an meiner Kommunikation wohl noch ein bisschen arbeiten, weil es ist nicht ein einziges Mal das rausgekommen, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Die letzte, vierte Übung ist die Speed-Dating-Übung. Wir haben auch die Speed-Dating-Übung im Rahmen unseres Workshops durchgeführt. Grundsätzlich geht die Übung wie folgt. Es treffen sich immer so zwei Leute zusammen, Angesicht zu Angesicht, und sollen innerhalb von einer Minute drei Gemeinsamkeiten finden. Also haben einfach eine Minute Zeit herauszufinden, Mensch, isst du denn auch gerne? Und das sollen halt nicht so einfache Gemeinsamkeiten sein, wie von wegen, wir haben beide zwei Hände, wir haben beide zwei Füße, wir haben beide Haare auf dem Kopf, wir arbeiten beim selben Arbeitgeber, sondern sollten auch hier möglichst Gemeinsamkeiten sein, die man vorher vielleicht noch gar nicht über den anderen wusste. So, das kann man erstmal nutzen, um reinzukommen. Also auch wir haben erstmal diese drei Gemeinsamkeiten gemacht, damit man sich nochmal besser kennenlernen kann. Nach einer Minute wird dann durchgetauscht, wie beim Speed-Dating. Dann sucht man sich einen anderen Partner, hat wieder eine Minute Zeit, sucht wieder drei Gemeinsamkeiten. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr wirklich gute Gemeinsamkeiten gefunden habt, keine Ahnung, ihr seid auch Fußballfan vom Verein SV Fußball, wie auch immer, dann merkt ihr euch das. Gemeinsamkeiten verbinden. Also wenn jemand, keine Ahnung, ich esse gerne Thunfisch und Königfrischkäse, wenn ich jetzt noch jemanden finden würde, der auch Thunfisch mit Königfrischkäse essen würde, das ist so abstrus, das merke ich mir. Ich werde immer wissen, dass genau der das ist. Und das verbindet halt. Und das macht es auch einfach, ja, für Smalltalk. Wenn ich den dann in der Küche treffe und frage, und hast du heute auch zum Mittag wieder Königfrischkäse und Thunfisch? Ja, dann habe ich halt gleich so einen guten, lockeren Gesprächseinstieg. Das haben wir dann auch nochmal umgewandelt in eine Übung. Also wir hatten dann die Übung, wenn ich heute Chef wäre, was würde ich sofort ändern? Und das haben wir halt als Speed-Dating-Übung gemacht. Das heißt, zwei Leute standen sich gegenüber und der eine sollte dem anderen erzählen, wenn ich heute Chef wäre, würde ich Folgendes ändern. Und dann konnte er eben schnell 30 Sekunden lang runterrattern, was er sofort ändern würde. Und danach war der andere dran.
und durfte eben erzählen. Und dann am Ende habe ich halt alle gefragt, so, okay, was sind denn für Ideen, wenn ihr heute Chef wärt und sofort alles ändern könntet, was wäre denn sofort das, was ihr ändern würdet? Und da kamen halt so 2, 3 Punkte raus, die sie immer wieder wiederholt haben. Also es war dann nicht vorgegeben, dass jeder seine eigene Idee präsentiert, sondern er sollte einfach die beste Idee präsentieren, die er im Rahmen des Speed-Datings herausgefunden hat. Und das war dann ganz cool, dass dann so wirklich so 2, 3, ich sag mal so Schmerzpunkte herauskamen, die eben verändert werden müssen. Und das war dann wieder total gewinnbringend für mich, weil ich weiß, was ich ändern sollte. Weil, nur weil ich Chef bin, heißt es ja noch längst nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. So, und so hatte ich wieder echt tolle, gute neue Ideen. Und da könnt ihr halt selber vielleicht auch mal überlegen, was habt ihr so für Problemstellungen und verpackt das vielleicht mal in so eine Art Speed-Dating-Format. Ich würde auch hier erstmal mit den Gemeinsamkeiten starten, weil das lockert erstmal und erklärt auch das System und die Mitarbeitenden verstehen dann auch, ah, es macht Spaß, es ist nichts Schlimmes, ich kann hier offen reden. Und dann kann man dann überwechseln zu der eigentlichen Problemstellung. Also lasst euch da irgendwie eine Idee einfallen, welche man in 30 Sekunden mit jemand anderem besprechen kann. Und dann habt ihr vielleicht ganz viele neue Lösungen, um dieses Problem anzugehen. So, das sind so die 4 kleinen Spiele, um für mehr Auflockerung und Abwechslung in euren nächsten Meetings zu sorgen. Falls ihr selber da tolle Ideen habt, schreibt es gerne unten in den Kommentaren. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. So eine Bewertung, das dauert nicht lange, so 20, 30 Sekunden. Hilft uns aber unglaublich mehr in die Reichweite zu kommen, damit eben noch mehr Leute von dem entsprechenden Content profitieren können. Falls ihr immer up to date bleiben wollt, dann abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter. Da einmal eintragen und schon erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends rund ums Thema BGM. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spurtfrei.